Wer diesen Fragebogen nicht beantwortet, dem droht ein Gerichtsvollzieher. Millionen Deutsche könnten demnächst Post von der GEZ bekommen. Denn der Beitragsservice des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verschickt einen Meldedatenabgleich, um für alle Wohnungen Beiträge einzufordern. Wir haben daher folgend die wichtigsten Fragen und Antworten gesammelt. Warum werde ich angeschrieben? Die GEZ schickt ihren Fragebogen allen volljährigen Personen, denen sie keine bei ihr gemeldete Wohnung zuordnen kann. Die GEZ will wissen, ob sich diese Person anmelden muss oder bereits jemand für ihre Wohnung zahlt. Was soll ich jetzt tun? Beantworten Sie den Brief innerhalb der Frist von 2 Wochen schriftlich oder über die Internetseite der GEZ. Das gilt auch, wenn Sie bereits bei der GEZ gemeldet sind und den Brief irrtümlich erhalten. Kann ich den GEZ-Fragebogen ignorieren? Wer Post von der GEZ bekommt, sollte auf jeden Fall antworten. Ignorieren Sie den Brief, schickt die Behörde nach 2 Wochen ein Erinnerungsschreiben. Ignorieren Sie auch dieses, meldet die GEZ Sie automatisch für ein Konto an und verlangt Beiträge. Zahlen Sie auch diese nicht, erhalten Sie Mahnungen und schlimmstenfalls einen Vollstreckungsbescheid. Dazu ist der Beitragsservice berechtigt, weil alle Erwachsenen in Deutschland laut Gesetz GEZ zahlen müssen. Was, wenn schon jemand für meine Wohnung zahlt? Jede Wohnung muss nur einmal GEZ zahlen. Sollte dies schon jemand für Ihre Wohnung tun, teilen Sie der GEZ genau das mit, indem Sie ihr die Beitragsnummer der Person schicken, die für die gemeinsam genutzte Wohnung zahlt. Welche Kosten kommen auf mich zu? Der GEZ-Beitrag kostet seit dem Jahr 2021 18,36 € pro Monat und wird vierteljährlich eingezogen. Melden Sie sich neu an, zieht die Behörde demnächst also 55,08 € für die ersten 3 Monate ein. Hat bislang noch niemand für Ihre Wohnung GEZ gezahlt, verlangt die Behörde die Beiträge rückwirkend. Was weiß die GEZ bereits über mich? Die Einwohnermeldeämter liefern der GEZ Angaben zu Name, Adresse, Doktorgrad, Familienstand und Geburtsdatum sowie der Tag des Einzugs in die Wohnung. Die Daten sind zweckgebunden, dürfen also nicht für andere Anliegen verwendet werden. Die Meldebehörden sind verpflichtet, die Daten herauszugeben. Bürger können dabei nicht verhindern, dass ihre Daten weitergegeben werden.